Gott! Lara, wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn... Sie leben. Gut.
Die meisten Verletzten sind sicher, aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig verlassen und im ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können Sie viel machen. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Den Bonus? Ja, einer hat sich ergeben und die dummen Typen haben zugesehen. Musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen könnten. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Aber jemand Spaß haben. Ach, das müssen Sie sein. Ich hatte gehofft, ein Team Streichhölzer für den Job. Was ist? Wie lange bist du schon dabei? Ein paar Monate, aber das ist mein erster richtiger Einsatz. Ich war schon zu lange nicht mehr an der Front. Man rostet ein. Du? Ich arbeite jetzt ungefähr ein Jahr für Konstantin. Ein alter Kriegskumpan hat für mich gewirkt. Davor habe ich für eine der Familien in Kiew gearbeitet und musste aus der Stadt verschwinden. Gibt es immer so viele Gelegenheiten? Nein, das ist ein Sonderfall. Genieße es. Meistens sind die Jobs viel kleiner und diskreter. Schade. Das hier ist nicht übel. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas ist daran seltsam. Die dummen Typen sind hier draußen so nervös. Sonst kennen sie nur ihre Geschäfte. Geht's in den Auftrag? Irgendwas, was sie uns nicht verraten? Keine Ahnung. Vielleicht lese ich dazu von Ihnen ein. Ich sollte den Augenblick genießen. Verstehe. Wo sitzt bei den Typen auch?
kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der große Drahtzieher. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann, Sie sind komplett wahnsinnig. Männer können hier weitermachen. Wir werden ein Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit dem übrigen Raum gehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Dokument, Karten, irgendwas, das die These bestätigt. Warum gehen wir nicht rein und holen? Weil sie auch glauben, das könnte gefährlich sein. Wir wollen möglichst viele weitere Infos, bevor sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Glauben wir, die Einheimischen bewachen ihn? Sowas in der Art. Ja. Wir haben doch gezeigt, dass wir mit ihnen fertig werden. Warum nehmen wir ihn uns nicht mit Gewalt? Hör zu, du wirst für heute eine Belohnung bekommen. Bessere Aufträge von Schwerin. Das ist die Fragerei. Hey, ich glaube, ich habe noch mehr Gold in der Suche. Leg das nicht und finde ich deine. Ach komm, dann ist es nicht. Du musst gehorchen. Das sind nur ein paar Scheißmünzen. Du hast keinen direkten Kontakt.
diesen Befehl von Konstantin habe. Jeden zu exekutieren, der nicht gehorcht. Verstanden? Ja, verstanden. Kein Problem. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da. Nahm meinen Kopf in seine Hände. Lächelte, sagte, er verstehe mich, dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Thank you.
hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hingeflogen. Anna ist schon da oben. Sie glaubt, sie finden den Atlas da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Angriff! Sie werden angegriffen! Okay, wie sieht's aus? Ich glaube, ich habe das gehört. Verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich
drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor, meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Und erkannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war. Dieses Mal wird es nicht anders sein. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen.